wollte euch mal jetzt mal von außen zeigen. Da haben wir hier ganz schöne, richtig schöne Rostecken. Hier und da, da wird er auch irgendwo mal geschraubt haben. Hinten drunter, gut, das ist jetzt viel Dreck. Da werde ich mich, glaube ich, gegen Ende des Jahres drum kümmern, mal schauen. Werde ich mir Reparaturbleche holen, dann werden die eingeschweißt und so weiter. Wie es da drunter aussieht, weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Hier vorne, da ist schon ein Loch drin, da kann ich mit dem Fingernagel eindrücken. Und hier haben wir auch Rost und wahrscheinlich da unten auch, gehe ich mal von aus. So viel dazu. Der Stern fehlt. Da muss auf jeden Fall ein neuer Stern, den habe ich schon bestellt. Gut, Scheinwerfer, alles soweit okay. Hier haben wir das gleiche Spiel. Hier ist auch schon ein Loch drin. So, die ganz typischen Stellen hier. Der Vorteil ist bei dem Fahrzeug, die vorderen Kotflügel, die kann man einfach abschrauben und wechseln. Ich habe schon zwei neue bestellt und Farbe und dann wird das alles lackiert und dran gebaut. Dann haben wir das schon mal erledigt. Ja gut, dann haben wir hier so kleine Bressuren, so nach 30 Jahren. Hier ist ein bisschen Lack ab und hier oben, glaube ich, weiß gar nicht, ob man das jetzt sehen kann hier, aber da geht schon der Klarlack runter. Hier haben wir so ein paar Rostansätze, aber das werde ich alles wegmachen mit der Zeit. Ich weiß nicht, wie es unter den Sakkobrettern aussieht. Werde ich mir heute auch noch nicht anschauen, ehrlich gesagt. Hier hinten genau das gleiche Spiel. Die Seite hier ist auch noch ein bisschen schlimmer. Fühlt sich aber so an, als wenn hinten drin, wenn das Innenblech nicht kaputt wäre. Aber das wird man erst sehen, wenn man das hier abschleift und rausschneidet. Dann sehe ich gerade, oh, hatte hier auch so kleine Rostpunkte. Nicht, dass ich hier auch noch ein Blech reinschweißen muss. Das wird so klein sein, äußerlich. Ja, stimmt, hier hat auch noch so kleine Rostpickelchen. Wahrscheinlich kriegt man die sogar noch wegpoliert, mal sehen. Überall sind so kleine Pünktchen. Aber ich glaube, das ist alles halb so wild. Und ja klar, ah, da sieht man sogar ein bisschen Grünspan in den Seilen. Hier ist auch noch ein Kratzerchen. Ach, alles so. Egal. Die Rücklöcher, die sind pottenhässlich. Die Originalen waren dabei. Ich habe mir aber schon neue. Aber erstmal das Video, hier die Bestandsaufnahme. Ja, hier sind noch ein paar Ersatzteile drin. Radio. Das ist noch ein Grill vom 190er, den wir mal damals hatten. Der passt hier natürlich nicht und den würde ich hier auch nicht drauf machen. Noch ein paar Lautsprecher, die ich hier mal vor 10 Jahren zum Geburtstag geschenkt habe, genau für dieses Fahrzeug. Er hat nicht geschafft, das einzubauen. Poliermaschine ist da noch drin. Ansonsten, ja, war es das soweit. So. Ah, hier sehe ich gerade auch ein bisschen Lack ab. Da muss man alles machen. Ist viel Arbeit, aber es ist bis jetzt zumindest überschaubar, da es ja auch nicht mein Alltagsfahrzeug ist, Leute. Die Leiste, die liegt, glaube ich, auch irgendwo im Kofferraum, hat er gesagt. Muss ich gleich mal suchen. Ja, die Reifen sind noch gut. Unten drunter Rost hat er gemacht. Schiebedach funktioniert nicht, also mehr oder weniger nicht. Letztes Mal ausprobiert, dann habe ich es nicht mehr zugekriegt. Das geht doch nicht. Was hier auch nicht funktioniert, sind die Fensterheber vorne, beide Seiten. Wenn man jetzt drückt, warte, ich setze mich mal rein. Ja, ich habe jetzt hier schon rumgewurstelt. Zeigen wir euch mal, innen drinnen, wie der aussieht. Ich sag mal, auf Video sieht das alles immer nicht so wild aus, wie es in echt aussieht. Da kann man sehen, der Sitz, typische Stelle. Das ist aber alles Zukunftsmusik, das werde ich irgendwann mal machen. Dann hier, hier ist jetzt so eine Schutzhülle drüber, weil Originalleder ist hier auch schon komplett abgegangen sozusagen. Da werde ich mal neu beziehen lassen oder einfach bei eBay ein neues bestellen im Austausch. Was hier auch nicht funktioniert, das müsstet ihr im Video gesehen haben, die komplette Beleuchtung hier innen drin. Und dafür gibt es so eine Sicherung, das hatte mein alter W124 Coupé auch, daher weiß ich das noch. Ach, das heißt hier die Beleuchtung, das funktioniert nicht, das funktioniert ganz normal. Und die Tachobeleuchtung selber funktioniert auch, aber alles andere nicht. Also die Schalter sind alle dunkel, hier sieht man noch ganz viel Asche und alles. Also mein Vater hat gut hier drin geraucht. Werde ich nachher erstmal aussaugen, ein bisschen sauber machen. Ja, Fensterheber funktionieren nicht. Ich mache mal eben zu. Und dann kann man das mal hören. Ja, wir können das mal eben ausprobieren. Ich drücke jetzt mal hier drauf. Okay, hier passiert jetzt gar nichts. Achso, ich sollte auch mal Dings anmachen. Alles, was mir oben fehlt, habe ich unten zu viel.
oder wie oder was. So. Ach ja, Leute, Gurtbringer, typisch. Ach, warte mal, da ist sogar ein Dreieck noch drin. Auf der anderen Seite fehlt es, also ich brauche nur ein. Diese Dreiecke, die kosten, die hier drauf kommen, die kosten bei Mercedes 35 Euro selber. Also bei eBay sind die schweineteuer. Dann diesen Rahmen, der da hinten ist, die sind auch schweineteuer. Jetzt sehe ich, aber ich brauche nur einen. Da hinten, der fehlt nämlich. Der da hinten fehlt. Das ist schon mal gut zu sehen, dass ich doch nur einen brauche. Ich hätte jetzt fast zwei Stück bestellt für fast 100 Euro. Ist ja sinnlos, ich brauche ja nur einen. Jetzt muss ich gucken, wo ich den halt finde. Ah, siehst du, jetzt geht auch automatisch zurück nach ein paar Sekunden. Also die funktionieren. So, jetzt gucken wir mal. Also der Motor will, da genauso. Aber wahrscheinlich sind die irgendwo ausgehangen oder irgendwas verschlissen. Hinten, die funktionieren. So, das lassen wir aber. Schiebedach mache ich jetzt nicht auf, weil ich nicht weiß, ob ich es wieder zukriege. Also Hub macht er, aber er geht dann nicht mehr in die Nullposition zurück. Auch hier die Stellung funktioniert dann nicht. Entweder ist der Hubwinkel kaputt oder vielleicht wegen der Dichtung, weil ich habe auch schon oft gehört, dass die Dichtung oft blockiert. Und da wage ich mich später dran. So zumindest die Bestandsaufnahme hinten. Warte, können wir mal nach hinten gehen, Leute? So, so sieht das Fahrzeug hinten aus. Oh Alter, ich muss ja erstmal gleich durchsaugen und alles. Was haben wir denn hier drin? Wie ging das hier nochmal auf? Ah, oh, Aschenbecher. Oh, das ist auch noch voll. Das gibt eine Anzeige. Meine Güte, ne. Ja, das ist echt geil hier. Jo, das hier ist ab. Irgendwie ist das kaputt. Ne, ist nicht kaputt. Das hat meine Nichte damals noch abgerissen hier. Da muss ich mal gucken, wie ich das wieder festkriege. Ja, doch, da ist ein Knüppel abgebrochen, aber ich glaube, das kriege ich doch alles wieder hin. Das muss doch hier nur rein in die Gummidichtung da hinten. Und ich glaube, das hängt aber auch schon ein paar Jahre so. Das haben wir vorher einfach mit dem Hahnnetz von Kühne festgemacht. Ich habe die Sitze jetzt so weit hinten eingestellt, dass ich jetzt hier kaum Platz habe. Meist der fette Mops hier hinten rein. Okay, bewegen tun sie sich. Dann schauen wir mal, was ist hier drin? Oh, da ist sogar ein Verbandskasten drin. Die Lampe funktioniert. Oh, die ist auch sehr gelb. Die muss man ordentlich... Ach du Scheiße, ey. Wie gelb das hier drin alles ist. Das ist ordentlich Reinigung auch oben, gerade der Himmel. Ich bin immer überlegen, den Himmel schwarz zu machen und auch diese Teile hier alles dunkel zu machen. Jetzt am Donnerstag habe ich Termin beim Straßenverkehrsamt zum Anmelden. Beziehungsweise ich melde den von April bis Oktober an. Dann kann ich dann erst fahren im April. Das sind dann noch 3 Wochen ungefähr. Und bis dahin habe ich ja noch einiges zu tun. Das war jetzt der Innenzustand. Radio hat nicht funktioniert. Das habt ihr, ich glaube, die Verkabelung. Warte, ich gehe erstmal raus hier. Oh, wie komme ich denn jetzt hier raus? Warte, ich muss euch mal hinlegen. Also es war vorher dieses Radio hier drin. Und ich habe es rausgezogen gestern Abend im Dunkeln und habe diese, Alter, Lüsterklemme in einem Auto. Geht schon mal gar nicht. Also das ist wenigstens noch ein Originalstecker und das ist halt für Strom und der ganze Bums. Aber da sieht man ja hier, sind auch Lüsterklemmen dran. So eine Scheiße, das muss nicht sein. Ich habe zwar einen originalen Stecker bestellt, aber der würde mir jetzt nur hier helfen. Bei diesem hier, das ist halt die Originalverkabelung oder der Originalstecker zum originalen Radio damals. Und dann ist da eigentlich noch so ein 4er-Pin für 4 Lautsprecher, der da irgendwo drankommt. Aber wie man sieht, ist ja hier alles nur dran gelötet. Ich muss mal schauen, ich habe noch... Warte mal, man kann ja hier sehen, warte mal, wo ist denn mein neues Radio? Wo habe ich das denn jetzt hingepackt? Das ist ja der Standard-ISO-Anschluss und ich habe noch genau diese Gegenstücke. Und wenn ich diese Gegenstücke hier perfekt oder schön anlöte, dann habe ich es einfach schöner. Dann brauche ich jetzt den neuen Stecker nicht und alles und da gucke ich mal. Vielleicht setze ich mich da nachher dran. Ja, wie man sieht, hier überall Asche und allen drum und dran. Ja, sind halt viele Baustellen hier. Das ist auch viel optischer Natur, ne? Viel muss optisch gemacht werden. Der Motor läuft eigentlich sehr gut, bis auf das mit dem Gasrückstellungsproblem. Also Leute, ich hoffe, das wird ein geiles Projekt. Ich hoffe, das kriege ich auch irgendwie gestemmt, vor allen Dingen auch finanziell. Vieles kriegt man auch hinterhergeschmissen, ganz klar. Manche Sachen kriegt man zum Beispiel gar nicht mehr. Muss man jetzt absehen, ne? Die Lautsprecher neue habe ich ja hinten im Kofferraum. Die werde ich auch erstmal verwenden, bevor ich mir dann welche von ESX oder EXS holt, ich weiß nicht mehr, wie die Marke war, und dann auch den passenden Verstärker dazu. Subwoofer-mäßig habe ich alles da, ich brauche nur noch einen großen Verstärker für den Kofferraum, da muss ich noch mal schauen. Das sind alles extra Themen und extra Videos. Das war jetzt quasi die erste kurze Bestandsaufnahme, beziehungsweise nach der ganzen Asche, die ich hier sehe.
ja, Leute, das ist dann erstmal mein Benz-Projekt, der Scorpi-Benz. Was ist das denn da für ein Zettel hier? Keine Ahnung. Der Scorpi-Benz, wann muss ich zum TÜV? 7. Monat, glaube ich. Bis zum 7. hat der TÜV. TÜV kriegt er auch, Bremsen sind gemacht, Kupplung ist neu, Rost unten drunter ist gemacht. Das wären jetzt nur die Roststellen hinten am Kotflügel, aber das ist für den TÜV noch halb so wild. Sonst TÜV-relevante Sachen. Was ich jetzt machen muss, ist Motorlager auf jeden Fall. Mal schauen. Ich werde mich jetzt erstmal um diese Feder kümmern, denke ich. Für den Gaszug. Haut rein, Leute, und wir sehen uns im nächsten Video.